So, hallo und herzlich willkommen zurück. Wir dürfen als Cirilla spielen. Nice. Das war knapp. Genau, wir speichern nur vorher mal. So, weil ich muss hier weg. Vielleicht ist die Kacke. Die hat nur ein Schwert. Oh, warte, darf ich das? Die Frage ist, was bringen diese Sachen jetzt? Nehmen wir das mit? Ist das für Geralt? Das Grauen. Oh lol. Sie braucht Hilfe. Okay, nice Damage. Aua. Ja, warte mal, ist sie auch ein Witcher geworden? Hat sie ein Amulett? Nein. Kein Amulett, kein Witcher. Aber die Lebensanzeige da. Kannst wieder runterkommen. Ja, die Augen auch, ne? Das sind keine Witcher-Augen. Hallo. Hast du dich verirrt? Ein bisschen schon. Und du? Nein, ich verirre mich nicht. Mich nie. Ich verirre mich nie. Wenn das stimmt, was machst du dann alleine so tief im Wald? Nach verirrten Mädchen suchen. Was ist dir denn passiert? Das? Ist gar nichts. Wo wohnst du? Erzähl mir doch, wo du wohnst. In Lindenthal. Da wird man deine Wunden versorgen. Wie kamst du hierher? Wie bist du denn hierher gekommen? Mit meinem Vater. Ich sollte dem süßen Pfad folgen und essen, was ich mag. Er wollte warten. Also habe ich das gemacht. Aber dann wollte ich einen Schmetterling fangen und kam vom Weg. Oh mein Gott. Warum dem süßen Pfad folgen? Warum wollte dein Vater, dass du dem süßen Pfad folgst? Weil wir nichts mehr zum Frühstück hatten. Verstehe ich nicht. Ich war böse. Hab den Milchkrug zerbrochen. Deine Eltern waren wohl wütend. Mutter fand, ich sollte Haue kriegen. Aber Vater sagte, es gibt sowieso zu viele Mäuler zu stopfen. Mich zum süßen Pfad zu schicken, wäre die Lösung. Hey, was ist der süße Pfad? What the fuck? Weißt du noch, wie du nach Hause kommst? Ups, falsche Taste. Du und dein Vater. Wann seid ihr aufgebrochen? Heute früh. Hat die Sonne euch das Gesicht oder den Rücken gewärmt? Den Rücken. Dann müssen wir nach Osten. Komm, ich bring dich heim. Und ich sag deinen Eltern, dass sie keine Kinder im Wald verlieren dürfen. Wir können nicht heim. Der Wolfskönig. Haben die mit Absicht verloren? Der Wolfskönig? Wölfe haben keinen König. Diese schon. Hast du ihn gesehen? Ja. Naja. Von hinter einem Baum. Er war riesig, mit großen Augen und Zähnen. Und er war schrecklich fürchterlich. Keine Angst, ich beschütze dich. Schau, was ich auf dem Rücken hab. Wölfe fürchten es. Könige auch. Komm, ich helf dir hoch. Diese Geräusche. So, jawohl. Folge Gretka. Wölfe! Schnell, versteck dich! Oh mein Gott. Das war gerade zu süß. Oh Gott, wir sterben! Alter, Hilfe! 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 Der pennt, oder? Hä? Was ist das? Der frisst, oh mein Gott. Idiot.
Der rafft einfach nichts, der frisst da nur. Was ist denn das? Ein Pferd? Eine Kuh. Oh nein, wie gemein. Oh, massakriert. Oh, massakriert. Von einem etwas mit enormen Klauen. Oh, echt? Oh, massakriert. Alter. Von einem etwas mit enormen Klauen. Upsala. So, sie kommt. Fedka, sehr schön. Wir looten mal kurz. Du. Da. Das misst die unten die Lastwärme. Schau mal. Nice, was war denn das gerade? Bleib hier. Geh nicht weiter. Aber. Nichts aber. Bleib hier. Ich muss mir was ansehen. Sie geht einfach weiter. Nee, doch nicht. Augen. Hm. Blut unterlaufen, aber noch feucht. Noch nicht lange tot. Kopf. Lippen geöffnet, geschwollen. Zunge zerbissen. Große Schmerzen vor dem Tod. Brust. Oh, Brust zerschmettert? Oh, Lunge Brust zerschmettert. Von den Rippen durchbohrt. Etwas Boah, Siri. Gepackt und gegen den Baum geschmettert. Siri, du bist was ganz Besonderes, habe ich so das Gefühl. Viertes Bein. Hm, das Bein abgerissen? Hm. Nein, abgebissen. Das ist furchtbar. Ja, gell? Bleib wundervoll. Da und sieh weg. Was ist das? Kein Mark mehr. Interessant. Interessant. Alter, what the fuck? Bauch, das auch noch. Mal sehen. Oh, die Leber ist weg. Warum wühlst du in seinem Bauch? Ja, weil die Psycho Würdest ist. Du mal nach deinen Schnürsenkeln sehen? So, wir fassen zusammen. Den Wolfskönig gibt es wohl wirklich. Aber er ist ein Werwolf. Was ist mit ihm passiert? Er hatte einen Unfall. Mhm, klar. Das war der Wolfskönig. Seit wann sind Kinder so schlau? Und was, wenn der Wolfskönig uns findet? Gute Frage. Ich habe kein Silber, aber kann Klingenöl machen. Öl? So wie wir es aus Rapssamen machen? Nein, ein viel spezielleres Öl. Aus Hundeteig? Wolfsbahn, Hundspetersilie und Wolfsleber. Wird dem Wolfskönig schlimme Schmerzen bereiten. Jawohl. Du bist klug. Woher weißt du so etwas? Von deinem Vater? Nein, von meinem Onkel. Onkel Wesemir. Sehr schön. Ah, interessant. Egal, wir gehen mal weiter. Also Siri ist nice, ne? Das sagen alle. Hörst du? So. Versteck dich, rasch. Gott. Aua, mein Rücken. Alter, weich doch aus. Holy shit, was war denn das? Lol. Alter. Warum habe ich das nicht vorher benutzt? Wenn ich das benutze, können die mich gar nicht hitten. Sie sind weg. Du kannst rauskommen. Lol, was ist das für eine Fähigkeit? Oh, nee. Jetzt geht's nicht mehr. Schicken Eltern ihre Kinder oft den Süßigkeiten hinterher? Der Bauch ist voller Blut. Von Klauen aufgerissen. Das waren keine Wölfe. Ich find's aber schön, dass wir ihr helfen. Das macht mich glücklich. Ja. So.
Geh voran. Ja, Spaß. Rein in die Höhle. Geil, Mann. Oh ne, sie hat doch Angst, okay. Reden? Geht nicht. Und bisschen finster hier. Hast du Angst? Und du? Nein. Dann habe ich auch keine. Pass doch auf. Alter, was war denn das? Pass doch auf. Was? Ja, was ist das? Der Wolfskönig. Glaubst du mir jetzt? Können wir dem helfen? Versteck dich. Aua, warte, das hier. Lol, wie easy. Mann, dem hast du's aber gegeben. Ja. Sowas habe ich noch nie gesehen. Mann, ey, geil. Du kannst rauskommen. Na komm. So, wir haben im Wald eine Leiche gefunden. Dein Glück, dass wir hier entlang gekommen sind. Im Wald hatte jemand weniger Glück. Das muss Jahren sein. Wir kamen aus Mittelhain, als das Vieh angriff. Ich konnte fliehen, aber Jahren... Die Kleine. Keine Details. Wir müssen zum Dorf. Habt ihr Verbandszeug zu Hause? Und Branntwein? Leider habe ich ein, zwei Hiebe abgekriegt. Nein, Fräulein, doch. Mein Herr ist ein mächtiger Mann, der hilft dir bestimmt. Vielleicht belohnt er dich sogar für deine Tat. Na schön. Bring uns zu deinem Herrn. Nice, der Käse wieder. Die fressen so viel Käse. Wen hast du denn da angeschleppt, Mann? Das ist nicht meine Tochter. Die Kleine auch nicht? Nein, verdammt. Ich kenn doch mein Kind. Oh, RIP. Wie gemein. Die Große mag nicht deine sein, doch die Ähnlichkeit ist verblüffend. Also, was ist mit der Belohnung? Du wirst nicht einen beschissenen Kopper sehen. Verschwinde, sonst werde ich die Hunde loslassen. Na, schmeckt der Eintopf? Sehr gut, danke. Lange nichts gegessen. Offensichtlich. Ja, gibt es kein Besteck. Schön, dass es dir schmeckt. Dann wartet ein Bad nach dem Essen. Und etwas Schlaf wäre auch nicht schlecht. Gretka kann im Winkel hinterm Herd schlafen. Und du im Gästezimmer gegenüber der Küche. Danke, ich... Iss jetzt. Wir reden, wenn du ausgeruht bist. Okay, zu uns ist er nett. Aber nicht zu diesem Kerl, weil der wollte ihn verarschen. Ich befahl den Männern, sie zu bewachen und ließ sie schlafen. Und? Das erzähle ich dir ein andermal. Lol. Frag mal nach Gretka. Wo ist sie jetzt? Das kleine Mädchen, das mit Ciri herkam. Was ist mit ihr passiert? Gretka? Die ist wohlauf. Sie hilft in der Küche. Ciri hat mir von den Eltern und ihrer Entscheidung erzählt. Ich werde die Kleine nicht nach Hause schicken. Hier hat sie was zu essen und eine eigene warme Ecke. Es fehlt ihr an nichts. Und was ist mit Ciri? Hab ich dir schon gesagt. Darüber reden wir ein andermal. Rede? Nein, du erzählst es mir jetzt. Los. Diese Schärfe. Hüte deine Zunge, Hexer. Denk dran, du schuldest mir was. Hast ein paar meiner guten Männer zerlegt. Wir sollten uns doch einigen, oder nicht?
Sag's mir, ist wichtig. Ich muss sie finden, verstehst du? Ich brauche jede noch so kleine Information. Verstehe. Aber du musst wissen, meine Frau und meine Tochter sind auch verschollen. Hier ist mein Vorschlag. Finde meine Lieben und ich erzähle dir alles, was ich über dein Mädchen weiß. Warum sollen wir ablehnen? Abgemacht. Gut, ich helfe dir. Ich suche deine Familie, aber dann rückst du mit allem raus, was du weißt. Mein Wort darauf. Wann hast du sie zuletzt gesehen? Sie sind nach Neumond verschwunden. Wie von Schatten verschluckt. Was meinst du mit verschwunden? Genau das. Ich bin eines Morgens aufgewacht und sie waren weg. Hast du gesucht? Hast du sie schon gesucht? Ich habe sofort Männer losgeschickt. Bodenbretter rausreißen, um versteckte Kornsäcke zu suchen, können sie wohl. Nach lebendigen Menschen suchen ist eine andere Sache. Außerdem, Velen besteht nur aus Sumpf und Wald. Nichts als Schlupfwinkel. Wenn man jemanden verstecken will, ist man hier goldrichtig. Habt ihr Feinde? Vielleicht wurden sie entführt. Habt ihr Feinde? Höchstens Taugenichtse und wütende Bauern. Niemand würde sich trauen, auch nur einen Finger gegen uns zu erheben. Wer das getan hätte, läge schon lange im Staub. Gab's in letzter Zeit was Ungewöhnliches? Gab's was Ungewöhnliches, ehe sie verschwanden? Änderungen im Verhalten? Seltsame Aktionen? Ungewöhnlich? Nein. Ein paar Bauern klagten, dass eine Frau beim Brunnen von einer Bestie zerrissen wurde. Das war schon die zweite. Nichts Neues für Velen. Und meine Frauen? Anna war still wie immer. Tamara war mit ihrem Kram beschäftigt. Auch wie immer. Haben deine Männer sie jemals belästigt? Dieser Ort muss schwierig sein, wenn es sonst keine Frauen gibt. Dieser Ort? Was soll das heißen? Es hat ihnen an nichts gefehlt. Fasan zum Abendessen, blaue Schleifen aus Toussaint, alles, was sie wollten. Ich dachte an deine Männer. Die haben deinen Frauen auch wirklich nicht zugesetzt? Sie sind allesamt Hurensöhne, aber sie wissen, was sich gehört. Sehe einer meiner Frauen auch nur schief an, würde ich ihn schlachten wie einen Hund. Aha. Brauche mehr Informationen nach dem Gelaber, ey. Ich muss noch viel mehr wissen. Kann ich ihre Zimmer sehen? Wozu? Ich brauche Hinweise, Anhaltspunkte. Ich lasse keinen Fremden an ihre Sachen. Soll ich sie finden oder nicht? Ja, schon. Dann lass mich dorthin. Gut. Aber ich gehe mit. Die Türen sind ohnehin verschlossen. So, folge dem Baron. Okay, wir können hier nichts mitnehmen. Toll, ey. Meine Tochter liebte Tiere, als sie noch klein war. Einmal sah sie einen Hirschkopf an der Wand. Und was fragte sie da? Keine Ahnung. Papa, ist der Rest vom Hirsch auf der anderen Seite? Stell dir das nur vor. So eine Trophäe. Das arme Schwein, das ihr was anbietet. Ich hätte fragen sollen, ist der Rest vom Hirsch in deinem Bauch? Alter, was macht der da? Ist es. Was macht der da? Schon wieder. Unsere Schlafkammer. Tamaras Zimmer ist dort. Bring aber nichts durcheinander. Bei ihrer Rückkehr soll alles so sein, wie sie es verlassen haben. Ja, untersuchen. Ein Kerzenleuchter aus Holz. Der Schaft ist gebrochen. Wir nehmen was mit, ne? Wenn's geht. Wenn's geht. Da. Goldring, oh mein Gott. Perlen. Silberner Candelaber. Wasserflasche. Okay, nehmen wir auch mit. So, was noch? Da. Untersuchen. Blumen. Er erwartet sie jederzeit zurück. Oder hofft es. Nice.
Toller Mann, ne? So, da. Mal gucken. Noch ein Goldring. Perlen, Kandelaber und Wasserflasche. Nice. Das ist halt unser Taschengeld. Die Wand sieht anders aus. Hier hing etwas. Hm. Ja. Das Bild, die Größe stimmt. Die Größe stimmt. Was? So, da noch. Gucken kurz. Pferdehaut, okay. Alter, Pferdehaut. Boah, das hätten wir da lassen können. So, kriegen wir jetzt Ärger? Hallo? Willst du dich nun umsehen oder nicht? Jawohl. Bin an der Arbeit, Alter, was? Boah, das ist ein Schwein. So, noch ein Goldring. Perlen, Tintenfass, jawohl. Boah, ich liebe meinen Job. Räuchermittel und ein alter Schlüssel. Noch ein Goldring. Silberne Pantalons. Tabakpfeife. Anis, Sandelholz und noch etwas. Safran. Brief an Tamara. Lesen wir nicht. Aha, didn't read. So. Lol, das rote, aber einen Moment. Hier ist nichts mehr, ne? Doch, hier noch. Da noch ein Goldring. Puppe, Naschwerk. Ah, das ist von dem Kind. Das Zimmer. Hm. Ganz schön hässlich, die Puppe. Das ist eine, in die man Nadeln steckt, um jemandem weh zu tun. Die wurden verflucht. Oder so. Also hier ist irgendein Shit im Umlauf. Ganz klar, ne? Wir folgen mal dem... Boah, der Kerl. Was sagst du? Nice. Boah, schnell weg. Hol den Sonderling raus! Darf ich? Ich glaub, der Sonderling schläft. Na und? Also musst du jetzt gehen und ihn wecken! Die haben nichts gesagt. Hier lang? So nice. Sind wir hier richtig? Wir sind voll im Lootfieber gerade. Ach, da lang. Das auch noch? Nee. Boah, wir beklauen den Kerl so hart. Wenn der das rausfindet, Mann. Oh shit. Hier wurde so ein satanistischer Shit verursacht. Aufnehmen ein Gebet. Ja, Gebete. Ewiges Feuer, bla bla, Satan. So, ein Altar. Versuchen. Das ewige Feuer hat also auch Velen erreicht. Okay. Warte, das war's schon. Ja, die Spur hat uns hierher geführt. Jedoch war's das schon. Ein Altar. Das ewige Feuer hat also auch Velen erreicht. Da waren wir ja schon. Hier ist halt hinter was. Mit
das funktionieren mit Art? In so herrlicher Natur. Das mit Art check ich nicht. Hallo? Küss mir den Arsch. Na, okay. Tschüss. So, hier lang. Schlüssel benötigt. Alter, was sollen wir denn noch looten? Du bist bleich wie Milch. Was willst du, Mann? Boah, die haben die mich angespuckt. What the fuck? Oh! Langeweile? Hier ist nichts für dich. Oh mein Gott. Wütend und er trinkt andauernd. Was gibt's, Grauer? Was? Ist das der Ausgang? Na klar. Boah, wie schön es draußen ist, ey. Du da, Weißer. Und hier ist es so scheiße dunkel, Mann. Ciri war also hier. Oh, ein Lager. Ne, wir lagern hier nix. Wir haben den Kerl ausgenommen, und Klarheit von Flüchen, von Lydia, eine Widmung für den Baron und seine Frau. Wo hatte Ciri offenbar das hatten her? Sie hochrangige Freunde in Vysima. Die müssen Ciri gehört haben. Offenbar hatte sie es eilig zu verschwinden. Ein Kreisel. Spielzeug von Gretka. Aha. War es das hier mit diesem Raum? Schwalbe. Du bist also Gretka. Genau. Und du bist Geralt. Woher weißt du das? Weil du weiße Haare hast und ein Medaillon, das wie ein Wolf aussieht. Ciri hat mir von dir erzählt. Was hat Ciri noch gesagt? Du und Ciri habt wohl viel geredet. Oh ja. Hat sie gesagt, wo sie hin wollte oder was sie hier gesucht hat? Sie hat gesagt, dass sie nach dir und nach einer Zauberin sucht. Aber du bist hier, also hat sie dich wohl nicht gefunden. Ich frag mich, ob sie ihrem Freund geholfen hat. What? Welchem Freund? Ciri wollte einem Freund helfen? Weißt du, wer das war? Was meinst du mit wer? Ihr Freund. Sie sagte, er wäre in Schwierigkeiten und sie müsste ihn retten. Hey, what? Sind wir das? Das Spielzeug habe ich in Ciris Zimmer gefunden. Erkennst du das? Mein Kreisel? Wo hast du ihn her? Ich habe ihn in Ciris Zimmer gefunden. Gehört er dir? Ciri hat ihn für mich gemacht, als ich traurig war. Wir haben manchmal in ihrem Zimmer gespielt. Schade, dass sie gehen musste. 100 EP, nice. Weißt du, wo Ciri ist? Weißt du, wo Ciri ist? Nein. Einmal habe ich ihr Frühstück gebracht und da war sie weg. Der Baron hat mir gesagt, dass sie gegangen ist. Hast du nicht gefragt, wo sie hin ist? Doch, aber er meinte, ich wäre rein. Oh Gott, tut mir leid, meine dumme Katze ist auf die Aufnahmetaste gekommen. Er ist sehr viel wert. Mann, ey. Sorry. Danke, Gretka. Viel Spaß. Aber ich spiele nicht. Ich helfe. Tötest du die Monster? Alle? Meine Katze lässt mich gerade nicht, ey. Lol, was ist das? Was hängt hier? Oh mein Gott. Meine Katze hat gerade einfach die Aufnahmetaste gedrückt, ne? Also beenden. Das tut mir leid, ey. Jetzt. Boah, die nervt gerade so hart, Leute. Okay, einen Moment. So, ich kümmere mich um meine Katze.
Weil die lässt mich gerade nicht. What the fuck? Okay. Bis dann, Leute, haut rein.